0016 to Birmingham will be delayed until approximately 2030. Thank you.
Der ist auch der Hammer. Der kommt mit drauf. Also eigentlich ist das Album fertig. Ich weiß nicht. Wie, weißt du nicht? In den Tracks jetzt, oder wie? Ich habe mir alle deine neuen Sachen angehört. Lass dir Zeit. Ich glaube einfach, dass mehr drin ist. Deine letzten Sachen sind alle so liebig. Half-baked, ne? Komm einfach mal runter und geh die Sache in Ruhe an. Konzentrier dich. Relax. Relax, ja. Wie denn? Ich spiele die ganze Zeit. Du weißt auch nicht, was du wegen meine Tracks hast. Hast du dir wahrscheinlich ja nicht richtig angehört. Mein Kram rockt und Ende. Euer Album kommt raus. Anwesend. Hallo, ich bin hier. Erbse, was geht? Kann ich hochkommen? Ja, komm hoch. Alter. Ja, aber das Finanzamt, das schreibt mir Mahnung. Ich meine, ticken die noch richtig? Wir sind jetzt auf Null. Alles ist bezahlt. Das Wochenende 15. 16. wäre so. Tschüss. Ja, na klar, ist klasse. Nee, 14. 15. 16. bin ich leider nicht dabei. Hey, Mathilde, grüß dich. Na, das kommt halt jetzt drauf an, wann das neue Album rauskommt. Okay, pass auf, ich melde mich bei dir, wenn ich mit dieser ganzen Terminplanung hier durch bin. Und vergiss du bitte nicht, die Anfrage aus Moskau zu bearbeiten. Passt nämlich gut rein. Gut dann, tschüssi. Ja, Alice, ich rede mit ihm, ja. Ich will nicht, dass er bei uns in der Wohnung auftaucht. Was ist das, Ketamin? Musst du eigentlich ein Dornes einbauen? Das ist eine Baumsäge, egal. Die machen da irgendwas. Thank you.
geht's wieder. Wieder am Start. Alter, was ein Föhn. Du, ich geh noch ein bisschen feiern. Kommst du mit? Du hast den Hollertag gehört, hm? Open Air Festival. Ja. Hm. Wo bist du denn? Ich war auf deiner Seite. Ach so. Mhm. Ja, Holland, Frankreich. Gerade erst wiedergekommen. Und? Deine Freundin? Die ist immer mit dabei, weißt du. Und selber? Ach, läuft. Deine Lehre machst du noch. Ja, aber ist langweilig. Jenny, wolltest du nicht singen, eigentlich? Keine Ahnung. Was ist mit deinem Album? Wann kommt denn das? Album? Weiß. Das kommt sehr, weil es wird abgehen. Was hast du denn jetzt noch vor? Ich bin verabredet. Wichtig? Richtig, wichtig. Nee. Da sitzt ihr jetzt noch hin. Gibt's noch eine andere After-Hour? Nee, Vater hat Geburtstag. Echt? Die Arbeit gehört zum Menschen, wie zum Vogel das Fliegen, heißt es bei Martin Luther. Jeder Mensch ist zu der besonderen Arbeit, in die er steht, von Gott berufen. Indem er den darin liegenden Auftrag erfüllt, stellt er sich in den Dienst des Nächsten. Der Dienst am Nächsten umfasst auch ganz andere Dinge. Zum Beispiel den verantwortungsbewussten Umgang mit der Umwelt. Es ist ein Skandal, wie der moderne Mensch vom Flugzeug abhängig ist. Der Klimawandel, die Erderwärmung, ist auf das Verhalten der Menschen zurückzuführen. Die Menschheit steht vor der größten Herausforderung, die es je gab. Wir müssen unser Verhalten ändern, sonst zerstören wir die Lebensbedingungen auf der Erde für zukünftige Generationen. Der Mensch muss begreifen, dass er für sein Verhalten verantwortlich ist. Die Arbeitsatmosphäre ist toll und ich würde wirklich gerne dort bleiben. Das Büro hat tolle Projekte und je nach Auftragslage muss ich halt sehen, ob die mir einen Arbeitsvertrag geben. Dein wievieltes Praktikum ist das jetzt? Darauf würde ich gar nicht antworten, Stefan. Ja, wisst ihr, lass den ein Praktikum danach im anderen machen und verdienen sich eine goldene Nase. Das war wahr, ey. Studierst du, bis du 30 bist, dann machst du Praktika bis 40 und dann bist du zu alt und kriegst Sozialhilfe. Ist ja ein tolles System. Aber er versucht es wenigstens und er ist schon weit gekommen. Er hat Abitur, er hat ein abgeschlossenes Studium. Was soll das schon wieder heißen? Ich verdiene seit ich 18 bin mein eigenes Geld. Damit hier irgendjemand ein Problem? Fragt sich nur, wie lange das gut geht. Du siehst ungesund aus. Hört auf. Ika hat schon recht, man wird schon ausgenutzt. Auf dich, Vater. Auf euch. Alles Gute zum Geburtstag, Vater. Danke.
Nee, danke. Ich muss noch arbeiten heute Nacht. Was macht deine Freundin Mathilde? Wie geht's ihr? Ja, läuft. Und dein neues Album? Super. Muss halt nochmal nachlegen jetzt. Ne? Ah, bin dran. Ne? Danach fahre ich mit Mathilde mal in Urlaub. Südfrankreich, also. Theoretisch was reinkommt. Ich fände es super, wenn wir die Record-Release hier machen würden. Mhm, ich auch. Thank you.
Feierabend. Was ist denn? Ach, nix. Entschuldigung, sind Sie Gast in unserem Haus? Ja. Ich muss sagen, hier, Frühstück, gefällt mir richtig gut. Aber warm ist es hier bei Ihnen. Merken Sie, es ist voll eine Hitze hier. Boah, Mann. Mann, ich blute. Ja, ich blute. Bekannten geht es jetzt soweit gut. Er liegt auf der Akutstation und danach würde ich ihn gerne in die kleine offene Station verlegen. Er hat Glück, dass dort ein Platz frei ist. Es wäre toll, wenn Sie ihm frische Anziehsachen, Hygieneartikel, was man sonst noch so braucht, bringen würden. Seine Sachen waren voller Joghurt und wir haben sie in unsere Reinigung gebracht. Was glauben Sie denn, wie lange er hier bleiben muss? Na, zunächst müssen wir mal klären, ob seine Psychose drogeninduziert ist und abklingt oder ob psychotische Symptome bleiben. Bei schweren Intoxikationen übernimmt die Krankenkasse normalerweise einen Aufenthalt bis zu 7 Tagen, in schweren Fällen 21 Tage und dann sehen wir weiter. Wir müssen überhaupt erst mal herausfinden, an was für eine Pille Ihr Bekannter da geraten ist. Vielleicht können Sie diese Pillen mal überprüfen. So eine hat Icarus wahrscheinlich erwischt. Guten Tag, Caro. Ich bin Alex, der Zivildienstleister hier. Und ich bräuchte eine Haar- und eine Urinprobe von Ihnen. Und den Haaren können wir sowieso vergessen. Ne? Aber bist du nicht DJ Icarus? Ich bin Icarus. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ich war letztes Jahr auf dem Open Air in Erfurt und so. Ich war abgegangen und tanzen. Mann, so richtig. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht es Ihnen? Ach, schräge Abfahrt gestern. Wie meinen Sie das? Ja, normal hat Ecstasy war das nicht. Böse Pille war das. Ganz fiese Ding. Meine,
habe so geschwitzt, wie noch nie. Teilweise habe ich die Angst bekommen. Vor was? Vor mir selber irgendwie. Dachte die ganze Zeit, mein Herz bleibt stehen. Mein Tod habe ich gesehen. Und wie sah er aus, ihr Tod? Der Tod war, glaube ich, nur kurz da, hat Tag gesagt. Und jetzt, wie geht es Ihnen jetzt? Na ja, Herzrasen halt noch. Aber wieder gut. In ein paar Tagen, wenn die Laborergebnisse da sind, sehen wir weiter. Ich bin sehr gespannt, an was für eine Pille Sie da geraten sind. Ich möchte betonen, dass Ihr Aufenthalt hier freiwillig ist. Wenn ich es nicht mehr aushalte, dann gehe ich einfach. Ne? Genau. In den Klinikgarten können Sie tagsüber immer, allerdings wird abends die Tür abgeschlossen. Und wenn Sie das Klinikgelände verlassen wollen, müssen Sie das bei mir anmelden. Kann ich mir meinen Rechner und meinen Controller herbringen lassen? Was für ein Controller? Für einen Computer, ein Ding mit Knöpfen dran zum Musik machen, zum Arbeiten. Ah, ja, ja, ja. Natürlich können Sie hier arbeiten, solange Sie die anderen nicht stören. Na, Judith. Dann bleibe ich hier, bis diese Ergebnisse da sind. Kein Tag länger. Gut. Professor Dr. Petra Paul. Drogen, Kunst und Rebellion. Andreas Bader war auf Speed, Aldous Huxley auf LSD, Rainer Werner Fassbinder auf Kokain. Die Berliner Ärztin Petra Paul arbeitet ihre Studentenzeit aus der wissenschaftlichen Sicht der Neurologin auf. Sie können das Buch gerne lesen. Nee, danke. Sehr witzig. Machst du dir jetzt Sorgen wegen den Auftritten? Ach, die Auftritte können wir absagen. Gehen wir halt wieder ins Dispo. Ich mach mir Sorgen um dich. Na, jetzt komm, jetzt übertreib nicht. Guck dich da mal um. Ey, wichtig ist jetzt das Album, okay? Und das wird super. Und danach machen wir einen Urlaub, okay? Hm? Lass uns warten, bis diese Ergebnisse da sind, dann spiel raus hier. Was machst denn du da? Stell dir was ein. War die Tante vorhin deine Freundin? Ja. Gib dir einen Tipp. Nimm Gin 8 vor der Ärztin. Die macht dich fertig.
Bewegungstherapie abholen. Auf keinen Fall. Ich hab ein Album, was fertig werden muss. Darf ich mal was hören von Ihrer Musik? Fast depressiv. Nur melancholisch. Wollen Sie mal was Depressives hören? Ich möchte auf jeden Fall, dass Sie jetzt mit zur Bewegungs- und Gesprächstherapie kommen. Sagen Sie nicht immer gleich nee, Herr Caro. Und wir atmen ein und wir schließen die Augen. Michael, schließ deine Augen. Ganz ruhig. Versuch deine Augen zu schließen. Du schaffst das. Ganz ruhig, Michael. Ganz ruhig, atmen und schließ die Augen. Michael, ganz ruhig, denk an den schwarzen BMW. Michael, denk an den schwarzen BMW. Du hast keine Angst und du schließt die Augen. Ah! Und wir greifen nach den Sternen, strecken, strecken, nach den Sternen greifen, ausatmen und einatmen und strecken. Herr Caro, ich weiß, diese Übungen sind ungewohnt für Sie, aber vielleicht können Sie mal versuchen, ein neues Gefühl zu Ihrem Körper zu entwickeln. Sie sind total verspannt. Einatmen und strecken und greifen nach den Sternen und ausatmen. Einatmen. Ja, Herr Caro, das ist schön. Michael, du hast große Fortschritte gemacht. Wir machen morgen zusammen einen Spaziergang. Wir gehen nach draußen. Danke für deinen Beitrag. So, Piet, jetzt bist du dran. Ich habe doch das letzte Mal schon alles erzählt. Was soll ich denn noch sagen? Wir waren stehen geblieben, dass die ganze Leipziger Polizei hinter dir her war. Das ist doch totaler Quatsch. Aber ist auch egal. Mein Problem ist auch nicht die Leipziger Polizei, sondern ihre Scheißtabletten. Ohne ihre Scheißtabletten wäre ich längst raus hier und würde meine Lehre zu Ende machen. Das Problem ist nicht die Leipziger Polizei, Sie. Sie sind das Problem. Aber Pete, das hatten wir doch schon. Ich sag jetzt gar nicht mehr, solange Sie mir solche Tabletten geben. Na ja, gut. Und Sie, Herr Caro, wollen Sie sich nicht mehr auf den Ball setzen? Auf keinen. Gut. Mann! Pete, was machst du da? Mann, was suchst du denn? Ich suche mein USA-T-Shirt! Welches Shirt? Mein USA-T-Shirt! Das ist weg! Pete, dein USA-Shirt hast du an. Pete ist halb so wild jetzt.
wie geht's ihm? Besser. Schläft jetzt und hat seine Tabletten bekommen. Was hat er eigentlich? Crystal Meth. Ja, Crystal ist hardcore. Der da? Also Gepard. Goa Gepard. Seine Eltern haben ihn jahrelang in Indien gesucht, bis sie ihn gefunden haben. Und dann ist er auf LSD hängen geblieben. Auf dem Trip ist sein Kumpel im Meer ersoffen. Seitdem spricht er nicht mehr. Kein Wort. Gar nichts. Einzelarten. Nacht, Ika. Bis morgen. Ika, was ist los? Ist dir der Fernseher zu laut? Das ist alles voller Wasser. Was? Hier? Jamal, was ist los? Alles klar mit dir? Ja. Wir haben in Ihren Werten eigentlich alles gefunden, was es auf dem Markt gibt. THC, Ketamin, MDMA, MDA, Amphetamin, Kokain. Eigentlich alles außer Heroin. Ihre Kokainwerte sind extrem hoch, Herr Caro. Und die Ergebnisse der Pillenuntersuchung sind ebenfalls beunruhigend. Statt MDMA enthielt die Pille 100 Milligramm MDA. Und was mich am meisten beunruhigt, sind die 40 Milligramm des hochgiftigen Wirkstoffs PMA in der Pille. PMA ist ein stark wirksames Halluzinogen und verursacht einen starken Anstieg des Blutdrucks und der Körpertemperatur. Der Wirkstoff PMA kann unter Umständen zum Tod führen. Herr Caro. Sie können natürlich jederzeit gehen, aber ich rate Ihnen dringend, zu einer Ruhepause. Unter unserer Aufsicht. Auf jeden Fall stoppen wir die Promo und legen das Album auf Eis. Nee, das kannst du nicht machen. Mathilde, ich habe schon die Promo gestoppt und eine andere Produktion vorgezogen. Was? Aber wenn Icarus das erfährt, dreht er völlig durch. Ike muss lernen, Wasser zu trinken. Machst du dir Sorgen wegen deinem Job? Du könntest mir helfen, Mike oder Patrizia zu managen. Das ist nicht so anstrengend wie Icarus.
Es geht hier nicht um mich, Alice. Und ich habe auch gar keinen Bock, einen anderen DJ zu managen. Weißt du, vielleicht sollten wir die nächsten 2 Wochen erstmal abwarten. Nee, Mathilde, das Thema ist durch. Wenn Icarus wieder normal ist, reden wir über das Album. Vorher nicht. Wir haben den Record Release Party von Icarus ihm ja gestrichen. Verschieben das. Hast du einen Job für mich? Ich meine nur vorübergehend. War es eine Tür oder Tresen? Tür. Tür mit Corinna wie früher. Ist auch eine. Ika hatte doch eigentlich immer das im Griff. Was war denn das für eine Pille, die ihn erwischt hat? Die Pille war krass. Unter anderem PMA, meinte die Ärztin. PMA? Was soll das sein? Muss ganz übles Zeug sein. Wo hat er denn die her? Von hier? Ist doch schlechte Pillen in meinem Club. Wer verkauft denn hier sowas? Erbser. So macht es keinen Spaß. Mein Pete spielt doch mal ordentlich und nicht mal gleich mit dabei. Ich hab keinen Bock mehr. Hey Alex, ich will mal kurz raus hier. Hey Jungs, machen mich hier verrückt. Kannst du meinem Pförtner Bescheid sagen? Hast du mit Frau Paul darüber geredet? Frau Paul ist ja nicht da. Bin hier auf einer Station. Kein Gefängnis hier, oder? Ja, aber es ist halt immer besser, wenn Frau Paul Bescheid weiß. Wie denn, wenn sie nicht da ist? Los, komm, mal eine Tanke, ein paar Kippen holen. Mal kurz weg von den Spinnern hier. Ja, aber nur kurz, dann kommst du gleich wieder. Okay, Ka? 10 Minuten! Pille. Ich hab echt nicht gewusst, dass die daneben sind.
Du musst jetzt halt immer von 3 Jobs temporär einen annehmen. Mich haben sie in so einen Getränkemarkt geschickt, muss das Leergut entgegennehmen. Stehe ich immer so völlig verpeilt da, muss die Flaschen, die durch die Maschine kommen, in so Kisten einordnen mit so einer grünen Schürze. Letztens kam irgend so ein Idiot mit irgendwelchen Flaschen, die nicht gepasst haben. Da piept die Maschine immer so. Und dann sah ich durch das Schubloch für die Flaschen, weil ich ja hinter der Maschine stehe. Die sind nicht von hier, die müssen wir wieder mitnehmen. Da dreht der Typ total durch, schmeißt die Flaschen durch die Gegend. 10 Minuten später kommt die Hygiene. Ich krieg gerade noch so mein Zeug weggepackt. Wieso machst du denn so einen Scheiß überhaupt? Nee, ist cool. Hartz IV ist schön unauffällig. Da will niemand was von dir. Lass mir auch mein Zeug in den Supermarkt bringen. Checkt niemand. Aber ich höre jetzt auch bald auf. Ich hab einen Kumpel, der versorgt mir einen richtigen Job. Echt? Was denn? Der macht so in Versicherung, verkauft Rente, Auto, Lebensversicherung, so Kram. Ich glaube, das könnte mir liegen. Ich kenn viele Leute. Verkaufen kann ich auch. Teilnehmer anwesend? Alex, in die Klinik jetzt. Nee, garantiert nicht. Du, ich will gerade fette Meeting. Ja, wegen Album und so. Ciao. Was ist mit dem? Aber mach das doch, hört sich da gut an. Gerade ist wiedergekommen. Ja, läuft. Und? Bist du ausgestattet? Feiertechnisch, meine ich. Feiertechnisch? Hört's gut? Ja. Und deine Freundin? Keine Ahnung. Ach so. Na dann. Weißt du, wo dieser Japan-Mitschnitt hin ist? 2002? Guck mich mal an. Hau ab, Ika. Ich will jetzt hier erstmal diesen Mitschnitt finden. Hallo, ich hab gesagt, dass du abhauen sollst.
Mann, dein Ego-Trip kotzt mich so an! Sag mal, sag ich dir eigentlich die ganze Zeit, was du machen sollst und was nicht? Häng dir vor, wie macht wegen Conny. Nee. Kannst du ficken, mit wem du willst. Wieder ja. Aber ich hab echt ein Problem, wenn du die ganze Zeit hier in die Haie spielst, ja? Und mir die ganze Zeit irgendwelche Vorschriften machen willst. Das nervt echt. Ich geh da mal. Mal reden. Alice hat das Album abgesagt und will verschieben. Wie? Das Album abgesagt und will verschieben? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Ey, sag mir, dass das nicht wahr ist! Beruhig dich, Alice. Will doch nur warten, bis alles wieder normal ist. Normal? Halt aufs Maul, ihr Fotze! Dann wisst ihr, was normal ist. Bleib hier und schlaf erst mal! It's a different thing. I'm also paying out my own pocket. Yes, my album Berlin. I can't do that all the Warum? Time. It costs me too much money. Denkst du, kannst du mich verarschen oder was? No, I just... Ey! Wenn mich los hat, jetzt sag doch! I'm sorry, you're still there? Passt nicht mehr in dein Konzept oder was? I'm taking you to another room. All right, hang on a minute. Alexander, wo ist die Inwalt?
Ja, also komm, das musst du jetzt schon ausweichen. Alex, was ist denn das hier? Eine Gehaltserhöhung oder was? Naja, Frau Paul meinte, ich soll dir zur Sicherheit eine geben, wenn das für dich okay ist. Hätte unsere liebe Frau Paul auch mal sagen können. Trotzdem, coole Aktion vorhin, Nika. Die Gelben sind sowieso die Leichten. Willkommen im Club. Morgen. Morgen. Also ich würde fragen, ob ich mal in die Stadt gehen kann. Ich muss mit meiner Freundin reden. Ich habe da einen Fehler gemacht, den ich wieder in Ordnung bringen muss. Nein. Entweder Sie bleiben jetzt hier und machen mit, oder Sie können ganz gehen. Ist aber echt wichtig. Ich muss mich entschuldigen. Sie können Ihre Sachen packen und ganz gehen. Aber rein und raus die ganze Zeit, das macht keinen Sinn. Sehr witzig, ey. Sie sind auch so eine richtige 68er-Schlampe, wa? Immer liberal tun, aber am Ende reaktionär ohne Ende. Ho, ho, Ho Chi Minh! Paulischen!
Hey, grüß dich. Mathilde da? Muss ich mal drin sprechen? Ich glaube nicht, dass sie dich sehen will. Ja, ich wollte mich auch entschuldigen. War total blöd, ich weiß. Aber ich muss mich auch mal diesen Brief hier anklicken. Wir wollen 25.000 Euro Steuernachzahlung. Wo soll ich denn jetzt die ganze Kohle hernehmen? Und vor allem, was soll ich denn jetzt sagen? Warte hier, ich frag. Mathilde sagt, Steuer 99 bis 03 ist vor ihrer Zeit. Das geht sie nichts an. Sehen will sie dich auch nicht. Es geht denn jetzt? Mathilde sehen. Reiß dich mal zusammen und werd endlich erwachsen, du Pfeife. Gut, dass du kommst, Dicker. Kannst dir ein neues Label suchen. Also ich wollte mich eigentlich entschuldigen. Ich frage, ob du mir einen Vorschuss geben kannst wegen Finanzamt. Nee, ich leide kein Geld mehr. Und ich höre mir auch nichts mehr an. Mann. War da immer ein bisschen komisch drauf. Ein Album am Start war. Weißt du, das ist jetzt nicht so meine. Nee, mir reicht's. Du warst musikalisch mal nicht schlecht. Aber im Kopf hast du es nicht gepackt. Hey, ich hab dein Label groß gemacht. Ich bin schon viel länger dabei als du, Icke. Du bildest dir zu viel ein. Und genau das ist dein Problem. Viel Glück. Erbse! Ja, Keule, alles klar? Hey, Ika, ne? Wie läuft's? Herrlich! Neue Platte und der Hammer. Jetzt ist Erntezeit. Du, Ika? Hey, Piet, wo ist mein Rechner? Mein Case. Das hat die Hexe vorhin alles mitgenommen. Wo ist mein Rechner? Herr Caro, wir können morgen einen Termin machen. Bitte? Ich will jetzt gehen. Wo ist mein Rechner? Diese Musik verwirrt sie, diese Musik bringt sie völlig durcheinander. Reden Sie nicht von der Musik, von der Sie überhaupt keine Ahnung haben. Sie geben mir meinen Rechner jetzt wieder oder hier ist ein Aufschnitt, den haben Sie noch nicht erlebt. Dann bin ich aber sehr gespannt. Sie verlassen morgen früh die Klinik und dann kriegen Sie Ihren Rechner und jetzt raus. Ich kann Sie nicht mehr sehen. Raus! Ja, schönen guten Tag. Wir veranstalten hier heute einen kleinen Männerabend und hätten gerne dazu Damenbesuch. Hm. Ja. Ja, nicht mal richtig, nur so ein bisschen fummeln. Ja, nicht zu jung, nicht zu alt. Hauptsache große Titten. Angenehme Atmosphäre.
Lass mal eine Abschiedsparty machen. Nee, ich weiß nicht. Was? Frau Paul schmeißt mich raus und du rennst mir nicht mal eine Abschiedsparty? Willst du mir das sagen, ja? Verweigerst mir also meine Abschiedsparty, ja? Alex, bist dran. Jungs, Lust auf eine Abschiedsparty? Ja, was ist mit euch? Frau Pausch schmeißt mich raus, ich krieg nicht mal eine Abschiedsparty von euch, oder wie? Sag doch mal was. Goa, Gepard, sag du doch mal irgendwas. Franz. Michi, wir verstehen uns doch, oder? Piet, sollen wir uns alle die fallen lassen von der Hexe? Nö, sollen wir nicht. Also, Alex, einstimmig beschlossen, nimm mal Schlüssel. Warum hast du einen Schlüssel? Na, Papier, Kippen, zur Tanke mal schnell. Abschiedsparty. Das ist doch eine gute Idee. Abschiedsbier mit Ika, da bin ich dabei. Ja, außerdem, ey, ich bin rausgeflogen, ich kann kommen mit dir, wann ich will, oder? Genau. Nee, geh echt nicht. Komm. Alex, los, komm schon. Gib ihm den Schlüssel. Los, mach schon. Alex. 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 Party. Alex. Party. Ey, Lieschen. Alter, bitte, ganz ruhig. Alex. Party. Ey, Ika. Alex. Party. Aber nicht übertreiben, okay? Vier Bier, mehr nicht. Spaziert die Damen. Dürft ihr nicht wundern, die Jungs sind gleich ein bisschen komisch, aber ganz süß eigentlich. Wir haben bloß alle ewig keine Frau mehr gesehen. Und hier arbeitest du? Ja. Lange schon? Ja, so 3 Jahre. Ich wollte hier meine Lehre gemacht. Und seitdem arbeite ich hier. Was darf ich noch haben? Was hast du denn? Psycho-Fenner, voll geil. Doch welche? Ja, ja. Thank you.
Ich meine, wie können Sie das überhaupt zulassen, dass ein 19-jähriger Zivildienstleistender hier nachts alleine die volle Verantwortung trägt? Sie tragen da eine große Mitschuld, Frau Paul. Natürlich ist es schlimm, dass ein Zivildienstleistender nachts alleine die Verantwortung trägt, aber das ist nicht meine Schuld. Das bemerke ich schon seit Jahren. Ich will, dass Ikarus sofort entlassen wird. Hier wird er ja noch verrückter, als er eh schon ist. Ich werde jetzt ein Taxi rufen und Ikarus sofort mitnehmen. Dem kann ich leider nicht zustimmen. Tut mir leid. Die schizophrenen Schübe von Herrn Caro sind unberechenbar. Es ist eine Gefahr für sich und für andere. Eine Entlassung zum jetzigen Zeitpunkt, das kann ich unmöglich verantworten. Wie unmöglich verantworten? Ich denke, Ikarus ist freiwillig hier. Sie sind eine Lügnerin, Frau Paul. Für Sie ist Ika doch nur das Belegexemplar für Ihre bescheuerte Studie über Mischkonsum und Langzeitfolgen von Drogen, damit Sie groß rauskommen. Ikarus ist ein Künstler. Sie können ihn nicht behandeln wie einen ganz normalen Patienten. Wenn Sie ihn nicht gehen lassen, werde ich einen Anwalt einschalten. Fräulein Meyer-Telkes, wenn ich bei einem Patienten von einem hohen Selbstmordrisiko oder Fremdgefährdungspotenzial ausgehen muss, darf ich ihn gar nicht entlassen. Wenn Sie gerichtlich dagegen vorgehen wollen, dann erkläre ich Ihnen, wie man das macht. Das ist ebenfalls meine Pflicht. Martin war 13, Stefan war 18, als die Mutter gestorben ist. Fast gleichzeitig fiel die Mauer. Also von einem Tag auf den anderen war für die beiden alles anders. Stefan hat sich zurückgezogen. Und Martin nannte sich plötzlich DJ Ikarus. Hat Schule abgebrochen. Er verbrachte fast seine ganze Pubertät in einer Diskothek. Ich bin wahrscheinlich noch immer völlig überfordert mit der Erziehung der beiden. Stefan entwickelt sich auch ganz ordentlich, aber Martin... Wer nur an sich selbst denkt, der wird immer einsam sein. Ich meine, ich verlange ja nicht, dass er an Gott glaubt. Aber an irgendwas muss er doch glauben. Also, Herr Caro, ich halte Ihren Sohn Martin für einen sehr sensiblen Menschen. Und er glaubt ganz stark an etwas. Er glaubt an seine Musik. Das habe ich ehrlich gesagt auch unterschätzt.
auch meine Schulden zurückzahlen. Nee, lass mal. Nein. Bitte nimm das Geld für mich. Ich ziehe nach Irland. Willst du denn da? Ich habe da einen festen Job gefunden. Und eine Freundin. Ich schätze. Das ist ja voll geil. So matschig in der Birne. Penne den ganzen Tag. Brauch keine Lust zu nichts. Die Tabletten sind schon ganz schön krass. Das ist in der ersten Zeit so. Ich werde Ihre Dosierung überprüfen. Glauben Sie eigentlich an Wiedergeburt? Wiedergeburt? Wieso? Ich stell mir so vor, ich würde jetzt sterben. Oder wäre ich schon gestorben, dann könnte ich hier als so eine Fliege. Als Eintagsfliege wieder geboren werden. Das ist eine super Idee. Zu man jeden Tag ein neues Leben. Kennen Sie sich im Buddhismus aus? Nee. Überhaupt nicht. Geh doch in die Klinik! Mach dir doch selbst mal ein Bild! Fahr doch hin, verdammt! Also, wenn ich was sagen darf, ich finde, Mathilde hat recht. Ich habe mir die neuen Tracks auch angehört und es rockt. Es wird sicher ein gutes Album. Hey, Ika! Frau Paul hat mir schon gesagt, dass du wieder zu uns kommst. Und wer sind die denn? Ach, das sind nur Kurzgäste. Eher Alkohol. Klar mit dir? Die scheiß Tabletten. Alter Hexer. Welche gibt's denn dir jetzt eigentlich? Welche Tabletten? Hm? Die blauen. Forte oder Medium? Forte. Gleichen wie meine. Die machen einen Fatsch. Ja, die sind schon krass. Sag mal, Piet, wann kannst du eigentlich mal wieder nach Hause? Zu meiner Oma? Will ich nicht. Was ist denn das für Musik? Das ist das neue Album. Thank you.
Wie geht's? Ganz gut. Pillen sind krass. Ich schlafe auch viel, aber sonst. Wie geht's Corinna so? Gut. Wir wollen vielleicht in den Urlaub. Zusammen. Urlaub? Wohin denn? Nach Budapest zu meiner Mutter. Da mal einen schönen Gruß, deine Mutter. Mach ich. Alice lässt dich grüßen. Sie ist begeistert von deinen neuen Tracks und ich übrigens auch. Und der Titel? Titten, Techno und Trompeten ist doch der Hammer, oder? Hm? Alice findet den Titel nicht schlecht, aber sie will, glaube ich, was Internationaleres. Wie? Was Internationaleres? Berlin Calling ist, glaube ich, ihr Titel. Berlin Calling. Die Titten, Techno und Trompeten ist doch viel geiler. Alice will auch, dass wir das Foto für das Titelcover hier machen. Hier? Mit Klink? Mhm. Jetzt dreht sie wieder auf, kommt mit ihren Fotoideen. Du fehlst mir. Ist besser so, wie es ist, Ika. Glaub mir. Findest du das nicht ein bisschen affig? Und über den Titel müssen wir auch noch mal reden. Berlin Calling, also... Das wird ein richtig gutes Cover. Und Berlin Calling ist ein richtig guter Titel. Ika, das hat was. Es wird gut werden. Ja. Frau Eschgrund, wenn Sie dann langsam Schluss machen würden. Ich wusste nicht, dass das hier so lange dauert. Ja. 5 Minuten, ja? Martin, ich würde deinen Heilungsverlauf als sehr gut einschätzen. Trotzdem gebe ich zu bedenken, dass du mit einer Rückkehr der schizophrenen Schübe rechnen musst. Möglicherweise in Stresssituationen. Weißt du, dass ich gehen kann? Mhm. Ich habe nichts einzuwenden. Ich möchte dich trotzdem bitten, deine Tabletten regelmäßig zu nehmen. Und regelmäßig hier aufzutauchen. Ein eigenmächtiges Absetzen der Tabletten kann zu einem Rückfall führen. Wir werden deine Medikation nach und nach senken. Falls irgendwas ist, kannst du mich jederzeit anrufen.
geil. Der Klang ist... Und du bist sicher, dass du alleine klarkommst? Du wirkst so matt. Das sind die Tabletten. Die hauen mir voll die Höhen und die Tiefen weg. Ich komm schon klar. Gleichzeitig funktioniert das Album auch aus Versprechen einer großen Intensität. Aus Versprechen von Glück. Oder hier, London Underground Magazine. Berlin Electro at its best. Wer Icarus aus dem Nachtleben kennt, mag ein verpeiltes Album vermuten. Das Gegenteil ist der Fall. Die Musik entwirft eine klare Unklarheit bis ins Detail durchdacht. Meinst du, du schaffst das mit dem Promogramm und der Record Release Party? Dann die Tour? Vielen. Man, stell dir mal vor, du schläfst auf der Bühne ein. Nix absagen. Nee, ich muss wieder auf die Bühne. Ich will spielen. Ich schaff das schon. Ich brauch wieder Publikum. Ich muss merken, wie der druckt. Ich schaff's bitte. Nix absagen.
zu Hause. Ja, wir kommen gerade von After Hour. Und du hast auch heute Nacht Rekord-Release. Und ich wollte auch mal fragen wegen Gästeliste und so. Rekord-Release. Können wir reinkommen? Ich hab gehört, deine Freundin ist ausgezogen. Bist du am Umräumen? Wo warst du denn so lange, Ike? Hier, Erbs hat dir gesagt, du warst auf Asientour. Wo warst du denn überall? Das ist eine Scheiße, ey. Ja, muss man testen, das ist ganz hervorragend. Wo ist denn das Klo nochmal? Links etwa? Super, Eka. Du machst gerade 800 Euro kaputt. Eka. Los mit dem Scheiß! Die Kohle gebe ich dir wieder. Bleibt übrig. Release ist doch erst heute Nacht. Ja. Ist Mathilde da? Kann ich reinkommen? Hast du was genommen? Nein. Na, da mal rein. Thank you.
Les passagers du Volair Charter 2192 à destination de Palerme sont invités à se rendre en salle de départ numéro 45. Saddest rest, you will find me in the place I know the best. Dancing, shouting, flying to the moon. Don't have to worry, 'cause I'll be come back soon. And we build up castles in the skies and in the sand. Skies and in the sand.